Wir haben die Genossenschaft mal gegründet, weil wir eine Eigenkapitalbasis für die TAZ brauchten. Früher war die TAZ ein selbstverwalteter Betrieb, gehörte den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter waren arm, das waren Studenten, die hatten kein Geld, die TAZ hatte kein Kapital. Und deswegen war sie immer am Rande der Überschuldung und konkursreif. Die Mentalität des Projektes war auch in den Anfangsjahren entsprechend. Also es war mehr eine Bürgerinitiative als eine professionelle Zeitung. Und ich glaube, dass der Umzug ein großer Schritt auch war auf dem Wege der Professionalisierung der Zeitung. Dass wir tatsächlich dann auch professionelle Produktionsstrukturen geschaffen haben. Und das hat der TAZ natürlich dann auch gut getan. Ich bin da sehr neugierig, also ich bin gespannt und ich finde es toll, dass die TAZ nach so vielen Jahren irgendwie nochmal wieder so ein Projekt startet. Wobei es ja sich ein bisschen mehr nach einem Immobilienprojekt anhört als nach einem Zeitungsprojekt. Aber dieses Haus hat schon mal die Existenz der TAZ gesichert. Vielleicht tut es das einfach auch. Das ist auch eine wichtige Aufgabe dieses Hausprojektes, dass das Eigenkapital der TAZ-Genossenschaft, das ja in den letzten Jahren durchaus gestiegen ist, auch ethisch einwandfrei und sicher angelegt wird. Und wir glauben, dass wir mit diesen Immobilien in der Berliner Mitte, in der Friedrichstraße, dass das eine gute Anlage für die TAZ ist, für die Genossenschaft ist. Ich wusste ja auch nicht, dass in der letzten Zeit die TAZ so groß, so gewachsen ist, auch von den Leuten, dass da viele jetzt da drüben sind und so. Und die Situation in der Republik ist so, das Geld ist da. Ich glaube, dass die TAZ locker das Geld zusammenkriegt und wieder ein eigenes TAZ-Haus bauen, ist doch eine tolle Idee. Das neue TAZ-Haus kostet etwa 19 Millionen Euro. Und das ist natürlich für die TAZ, deren Image es eher ist, wir sind arm, wir sind klein, ein ganz großer Batzen Geld. Und wir werden jetzt natürlich im Zuge dieser Vorbereitung auch immer gefragt, wie wollt ihr das schaffen? Was wir schon haben, sind ungefähr 3 Millionen Kapital, die jetzt schon bei der Genossenschaft liegen. Dann ist eben die Idee, dass man 7,5 Millionen dadurch finanziert, dass man einfach ein normales Darlehen bei der Bank aufnimmt, weil die Zinsen im Augenblick ja so niedrig sind und sich ein Kredit leicht finanzieren lässt. Und dann ist die Idee eben, dass man 6 Millionen dadurch finanziert, dass Genossen zusätzlichen Darlehen geben. Es gibt viele tolle Ideen, was in dieses Haus hinein muss. Von Kindergarten bis altersgerechtes Wohnen und Wohnungen für TAZ-Korrespondenten. Alles ganz viele tolle Ideen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass wieder Verlag und Redaktion unter einem Dach sitzen und die Wege viel kürzer sind und direkter. Es wird kompakter sein und alles, glaube ich, lebendiger werden. Nicht nur effektiver und effizienter, sondern tatsächlich lebendiger, weil es mehr Räume gibt, in denen wir uns gemeinsam unterhalten können und die Zeitung machen können und den Geist der TAZ lebendig halten können. Wir setzen natürlich darauf, dass viele mitmachen, denn wir wissen es, ohne die Unterstützung von Lesern, von Leuten, die mit der TAZ sympathisieren und vor allen Dingen von unseren Mitgliedern, werden wir dieses Projekt nicht stemmen können. Und wir hoffen, dass viele mitmachen.